Hey ho Leute, willkommen zurück zu Conker's Bad Fur Day. Wir können das drehen übrigens. Ich glaube, ich weiß, was das später noch gut ist. Hui. Ja, später macht das Sinn. Hui. Okay, wir können da weiter. Ich will nicht da weiter, aber wir können da weiter. Schwimmen, Konker, schwimmen. Der Vorteil ist. Oh, ich dachte gerade durch die ganzen Blubberblasen. Ich dachte gerade durch die ganzen Blubberblasen hast du unendlich Luft, aber hattest du nicht. Nope. Seltsamerweise. Was ist das? Ist das? Oh, dann. Oh, das war's. Sandra. Ja, wenn ich mal mehr sehen würde, könnte man das auch timen. Ich hab's nicht. Was? Wie sollst du das machen? Hä? Wie sollst du das machen? Das musst du ja random schlagen. Ja! Ach! Hast du aufgefallen. Konker, du musst schnell erschlagen! Ja, nimm dir mal ein Beispiel an Tilia. Ja, nimm dir ein Beispiel an mir. Ja! Yeah. Oh Gott. Ach ja. Jetzt mal ernst im Ernst, was hat sich Rare bei diesem Spiel gedacht? Hatten die zwei Teams das ein Team einfach... Warum ist es so viel schlechter als Banjo? Ich meine, wieso nimmt denn einfach Banjo? Ja, und macht dann Konker draus. So, wie komme ich jetzt damit? Da hochhüpfen? Ich kann nicht hüpfen. Kann ich damit tauchen? Kann ich damit tauchen? Ja, ist ein Logik aus Gründen. So, das ist einfach hier durchzukommen, was erwartet. Ja. Das ist eine gute Frage, warum sie nicht einfach Banjo genommen haben und dann alles, was Banjo ausgemacht hat, rausgeschmissen haben und dann was Hinfliges draufgepackt haben. Das ist halt so oft gameplay-technisch einfach so schlecht. Alles andere ist großartig, aber... Ich glaube, der will da nicht hin. Ja, tut mir leid, ich kann nichts machen. Hey, oh, bloody hell. Come on, put it on, Trick. Put it on, I like it like that. Oh nein. Oh, fan-f***ing-tastic. Oh, hang on, I think I got it on the wrong way round. Black bugger, you have. What are you doing? What? Ach so. Das ist alles von der Kurzfreiheit gedeckt. Ich hoffe, du siehst, in welche Richtung das noch gehen wird. Ja, in einer Piep. Gute. Ja, das ist großartig. Holen wir uns das nächste Zahnrad, damit das wieder richtig dreht. Sind wir beide? Ja. Guck, wie Konker läuft. Konker ist da! Hier kommt Konker. Yes! Tsch! Das ist brutal. Das Zahnrad sieht sehr seltsam aus. Warum? Das sieht doch seltsam aus. Jetzt sieht er richtig aus. Eben hat es eine Zacken irgendwie komisch gehabt. Also. Sag mal, wo steckt Konker eigentlich sein Gesicht gerade rein? Ja, ins Loch. Um zu gucken, wohin schwimmt. Oh ja, das kennen wir. Du hast recht. Oh, ich weiß, was du meinst. Nur beim Schwimmen. Hä? Nur beim Schwimmen. Wo gehst du jetzt hin? Ja, go on. Get to the one on. Ja,
Ja, ja, alles läuft richtig. Oh, mir fällt gerade. Ich weiß gerade, wie das Ganze ausgeht. Domino, das wird dir gefallen. Oh nein. Oh ja, das ist so gefallen. Oh nein. Du stehst auf sowas, ich weiß es. Ich stehe nicht so auf Gearbox 6. Vertrau mir, du stehst drauf. Ist es cleverer in die andere Richtung zu laufen? Ich weiß es nicht. Scheint so auch zu glauben. Nicht. Oh, perfekt vor der Tür, wie geplant. Oder auch. Oh doch, natürlich, doch, jetzt klappt's ja doch. Was hast du Nein gesagt? Du hast gesagt, oder auch ne, und dann ist es dir gerade gegengehüpft und du hast geschlagen. Ja. Es dauert halt ewig. Nein, eine Runde zu laufen. Help! Ich würde sagen, das ist jetzt nicht so schlecht gewesen. Nein, das war voll okay. Na go, auf wir. Steck sie rein, oh, steck sie, oh yeah. Gut, dreh mich am Rad. Nicht schauen. Oh nein, dreh mich nicht am Rad. Oh nein. Dreh mich am Rad. Dreh ich in die falsche Richtung? Guck mal runter. Muss ich vielleicht. Was? Muss ich da was hochziehen statt runter? In welche Richtung zeigt der Pfeil? So lang. Ich weiß auch mal in die Richtung. Ja, du kannst es gerade raus, glaube ich. Nee, ist ja nicht geklappt. Es macht Geräusche, ich glaube, das ist gut. Das wird immer schneller. Los, Kanka! Du bist doch fast so wie ein Hamster. Oh, okay. Das ist echt langlauf. Oh, das ist das. Oh, wir ziehen ihn zurück. Ich dachte, wir lassen ihn jetzt frei. Oh, tut mir leid, Kleiner. Könntest du ihn freilassen? Spring, Kanka! Oh ja. Au. Einleuchtend. Das ist wie im Kind, auf dem Spielplatz ist es eine Radteil. Ja, wo man mit dem Moped dann die. Ja. Twatting shite. That's tossed it right up there. Oh, jetzt ist es super. Oh ja, das gefällt dir. Das ist Evil Cog. Yeah. Stehst du drauf? Not Mr. Big Cog. That's me, buggered. I'm out of here. I don't know what his problem is. I find it rather delicious. Thank you, Mr. Squirrel. Oh, my pleasure. Yes, and I'll think you'll find that your little problem outside has been thoroughly taken care of. Oh, cool. Now, good day to you, sir. Toffee nose snob. Why, thank you, Mr. Squirrel. Kein Ding. Danke. Ladies. The Caribbean Falls. Ich würde nicht dahin gehen, das ist verflucht. Ja. Ihm gefällt auf den großen Kork. Ihr wisst doch, wo, bei der Isla de Muerta, Isla, ich weiß nicht, wie es genau ist, da gibt es einen doofen Zombie-Schatz. Und deswegen wollen wir nach Booty Island ins Piratenparadies. Als ob ich nicht mal drehen kann. Ich wollte ihm ein bisschen Spaß geben. Du. Gehen wir weg. Wir kommen von hier, oder? Ja. Okay, gut. Wir sollten einfach gehen. Gehen wir einfach. Besser so. In die Karibik. Nein. Zum Booty Island. Ins Piratenparadies.
Oh, da kommt er nicht weg, der Wuffi. Wo die Sonne scheint, auch wenn es dunkel ist. Oder in den Strömen. Ich darf ja anmerken, dass ich diese Musik viel zu häufig höre in letzter Zeit. Seit du es mir gezeigt hast, läuft es immer wieder. Ja, sag ich ja, in letzter Zeit, die letzten 3 Jahre oder so. Ja, das kommt gut hin. Okay, Ladies, ich habe ihn weggepackt, ich will jetzt das Geld. Ja. How are you? I see our brutish friend and get his victuals today. Yeah, well, time enough for that. I need the combination. Thanks. Oh, no, you don't seem to understand. Yes, you don't understand us. Komischer Glitch da. We can't go about giving away classified information like that just to anybody. Wow. We will open the safe, won't we, ladies? Lead the way. Das ist ein Glitch. Hey. Das ist schon so ein Glitch. Hey. Was für ein Glitch? Was ist ein Glitch mit so einem Geisterkatzenfisch? Jetzt habe ich gesehen. Ja, und der Glitch war auch bei dem. Bei dem Stachy-Ding an. Ach so, wir sollen uns jetzt zum Safe führen, oder? Ja, okay. Auf zum Safe. Auf zum Safe. So, jetzt mal die Frage, wie. Was mache ich jetzt gegen die Viecher? Ich will nicht tauchen. Die tauchen jetzt wahrscheinlich wieder voll. Nein, die sind nicht so Auto-Aiming wie die anderen. Also, sie sind schon Auto-Aiming, aber. Das Auto, ey. Now then, Ladies? There he is. Mach den Safe auf. Oh, look at him. Poo-poo to you. Yes. You brute. Yes, I told him. Oh, sie ist so mutig. He is bad tempered, isn't he? Yeah. Now, where were we? Let me see. Das ist falsch. Das ist so weit und dann ist alles richtig. Ja, richtig. Oh, danke, ihr habt den Safe für mich geöffnet. Holen wir uns das Geld. Money. Money! Die sind doch nicht. Gib mir all das Money! Hallo? Hallo? Money? Oh, da ist Geld. Wir suchen doch nur Money. Yeah. Oh, the hell are you? You ain't my boss. Get out of here. I'm swimming with the fishes. Yes? This gig gets worse and worse by the minute. Ich finde das Geld in dem Spiel super interessant übrigens. Ja. Das eine Geld so, yo, bei dir Geld fällt's mir nicht, ich gehe nur zurück. Und die, und das Geld so, yo, du bist nicht mein Boss, ich verschwinde jetzt. Ziemlich cool. Okay, was machen wir jetzt hier? Hä? T, E, S, P, U, N. Open. Du drückst Open. Oh. Und sie hat richtig lustig. Was? Ich weiß auch nicht. Aber natürlich. Aber natürlich. Aber natürlich. Oh, da steht's. Hast du es gesehen da oben? Nein. Ich hab die Buchstaben erkannt und dachte so, ja, das wird Open heißen. Ja. Ich dachte, das heißt Passwort oder so. Das ist eh.
Da. Voll daneben. Weit runter. Oh, das war gut. Etwa unten? Da. Oh, das hätte man. Was? Das hätte man so schön regeln machen können, ne? Das Rätsel. Oder sämtliches mit dem. Mit der Schleuder. Perfekt! Scheuerte Steuerung wäre. Die Steuerung ist das Problem. Das fehlende Fadenkreuz. Ja, oder. Also das Gameplay nicht so. Oh, uncool wäre. Das Gameplay ist halt in so vielen Punkten so uncool. Deswegen habe ich gemeint, ich spiele das nicht ohne Selbstsitz. Aber ich würde es gerne spielen. Was? Was für ein Kontext brauchst du eine Batterie? Es wird jetzt nicht dunkel, oder? Oh komm schon. Nicht unter Wasser. Oh Gott, wo bin ich? Okay, da ist Luft. Drehst du dich hin? Kann ich in die Ego-Perspektive, das ist angenehm. Ich schwimme, versuch mal hier wieder rauszuschwimmen. Also, ich versuch's. Nein, er schwimmt nur nach oben. Aus Gründen. Bonkers Bad Freddy kam sogar noch nach Banjo-Tooie raus. Wirklich? Ja. Das ist wirklich traurig. Gott, was ist das? Ich nehme jetzt einfach den Schaden. Kann ich. Ah, da kann ich Luft holen. Oh Gott, verzeih. Oh Gott. Warte, wie viel. Wenn ich halt das hier. Dieses Unterwasser-Ding mit Banjo-Steuerung spielen könnte. Ja. Absolut kein Problem. Kommt der jetzt wieder zurück? Welches war das letzte Spiel, was die gemacht haben unter Nintendo? Grantis Rache, glaube ich. Glaube ich zumindest. Gibt ein Banjo Rennspiel? Was? Achso, das Flugzeug? Flugzeugspiel? Ja, und der ist. Ich weiß nicht, wie das genau dazu zählt. Nee, am Game Boy Advance. Advance? Oh. Na, Maxi wird so raus. Ich weiß eben wirklich nicht, wo ich hier hin muss. Ich sterbe, Alter. Ja, das ist. Alter, was ist das? Wo muss ich hin? Da schläft diese Katze da 5 Stunden oben auf dem Regal und dann. Dann? Nö. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist mitten in der Nacht, jetzt will ich los. Nee. Bin ich da rausgekommen? Nein, oder doch? Oh, weiß ich nicht, ich hab grad nicht aufgepasst, tut mir leid. Oh ja. Ja. Ich versteh's nicht. Hey, warum kann ich?
Warum kann ich die Batterie wieder anmachen? Was bringt mir das überhaupt? Weiß ich nicht. Hey, muss ich da rausgekommen? Musst du das anleuchten? Weiß ich nicht. Oh, hier ist nicht zum Leuchten mehr. Dann da gerade links. Was? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Die Batterie wieder leer. Hä? Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es absolut nicht. Wozu die Batterie? Oder war das ein Feature, was es quasi nicht richtig reingeschafft hat? Keine Ahnung. Ich sag, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja, ich merke das. Du. Ich weiß nicht, wo du hin musst. Ich weiß nicht, was du machen musst. Hä? Wo bin ich überhaupt gerade rausgekommen? Hier oder vom anderen? Weiß nicht, warum es hier riecht. Oh, natürlich ist da ein Kackviech. Und natürlich hast du noch zwei Leben. Da ist ein Hebel. Was? Da ist ein Hebel, links. Andere links. Wo denn? Oben. Wie oben? Über dir. Also nicht über dir, sondern an der oben über der Wasseroberfläche. Hä? Links, neben dir. Links. Noch ein Stück. Da. Da ist ein Hebel. Das sieht man ja auch. Ja, du hast wahrscheinlich das Licht. Und wo ist der Ausgang? Oh Gott. Lass uns den Ausgang im nächsten Part suchen. Können wir machen. Gut. Dann bis zum nächsten Part und tschüss. Tschüss.